Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Karte von Thüringen. Wir fahren jetzt den Kalksteuer zurück und werden gleich Kalk ausladen und Dünger holen, um auf Feld Nummer 49 düngen zu können. Ich hoffe, dass es funktioniert, dass wir auf Kalk düngen können. Ansonsten müssen wir warten, bis wir eine Wachstumsstufe durchgeht. Was wir auch machen können. Dazu müsste er hat Pflege reifen, das passt. Denn sobald Wachstum geht, ist Stufe 2 und dann ist es nachher mit dem drauffahren mit breiten Reifen und mit dicken Ketten vorbei. Ups, nur einklappen. Sonst gibt es Probleme. Da ist gut. So, meinen Absatz von der Straße. Ich habe ein bisschen probiert und getan und getestet. Ich habe den Trigger für Mischfutter gefunden. Sowohl für den einen Stall als auch den anderen Stall. Es war etwas schwierig und ist jeweils im Stall. Aber wir haben eine Vorabversion, das heißt, die richtige Version, die kommt noch raus. Weil unser Kalklager das auch annimmt. Denn wir haben ein Kalklager. Dann müssen wir nochmal alle Maschinen zurückfahren so hoch, waschen, reparieren und entsprechend wegstellen. Wir können auf Stufe 5 gehen, auf Geschwindigkeit 5, sehe ich gerade. So, haben wir noch 5? 5. So, weg mit Vögelchen, weg mit Vögelchen. Na, das ist vorbei. Wir müssen sehen, dass wir mit Düngen vorbereitet kriegen. Sonst haben wir ja Probleme nachher, wenn es losgeht. Naja, Probleme haben wir. Probleme werden wir nicht haben, aber ich hätte es gerne fertig. So, das Kalklager ist hier rechts. Mal schauen, ob wir das entsprechend auch abgeladen kriegen. Gut, das reicht so auch. Das ist leer. So, Dünger einschmeißen. Wir haben wieder Regen. Aber das soll uns nicht weiter stören. So. Ich glaube, ich muss mal die Silos umstellen und nach der Mitte rein. Das optisch besser aussieht. So. Machen wir den zweiten. Ebenfalls noch Kalk drin, wenn wir noch entsprechend entleeren. Der Laufpflegereifen, mal kurz gucken. Und ohne Pflegereifen wird es ein bisschen eng. Mal ganz kurz gucken mit der Musik, ein bisschen laut, glaube ich. Ja, hoffen wir nicht, ne? Ich riskiere es mit der Maus. Wegen der Lenkung. Komm. Na? Ein bisschen leise jetzt.
war noch ein Siedlerbänder, aber. Ja, es ist Frühling, ich spiele immer nur mit 6 Tage Jahreszeit. Dann haben wir ein bisschen weniger Stress. Und daran Unkraut gesehen. Die Ecke nicht mitgemacht von Aussaat. Gut, nicht so schön. Liegt einer. Ist leider so. Dünger ist teuer. Ich habe auch voll gemacht, ne? Na gut. Einmal Ausgabe. Da muss ich passt dringend mal. Ich glaube, Felsfeld muss auch gedüngt werden. Bin alles täuscht. Ja. Überall Pfützen. Ist mir vorher nicht so aufgefallen. Wenn, könnte es daran liegen, dass er nun Season ready ist, also vielleicht für Season vorbereitet. Ich habe noch Autodrive drauf, da muss ich mal sehen, dass ich mal eine Kurse eingefahren komme. Irgendwie. Aber denk mal, das mache ich immer nebenbei. Das ist ja für längere Zeit. Die Karte spielen wir ja noch bis zum. Ja, bis nächstes Jahr. Aus Erfahrung weiß ich, dass wenn noch ein Update kommt in der Karte, dann nur Anführungszeichen, wenn es wirklich gravierende Probleme geben sollte. Wie gesagt, das ist noch keine finale Version. Schieb mal so rein. So, dann nehmen wir den nächsten für. Bereiten wir auf Feld 12 vor. Und den fahren wir auf Feld Nummer, ich glaube 48 oder 49. Na, nicht dran. Nicht streuen. Kann ich schon mal voll machen lassen. Das dauert ja eine Weile, bis er voll ist. Ich werde noch ein paar Geräte kaufen für den Stall.
können wir auch Strom reinbringen. Und einen kleinen Radlader, um auch im Stall fahren zu können, um da entsprechend Heuball lagern zu können. Oder wir machen separaten Lager für Heu. Ballenlager für Heu und Ballen zum Beispiel. So, bitte. Gut, Dürre kriegen wir keinen immer, ne? Ja, noch Kaffee da. Sag doch einer was. Ich denke mal, wegen Holz haben wir kein Problem. Haben wir keine Probleme. Wir haben genug Wald. So, angekommen. Wie gesagt, darf man einmal wachsen lassen. So, und sauber da. Wann ist wieder trocken? Oh, bald. 9 Uhr. Setz auf. Ab 12. Oh, und dann kommt sogar wieder Schnee. Und dann wieder Regen, Regen, Regen. Ich liebe den Hochwasser. Also, Heu brauchen wir nicht machen. Da gehört zu. Ist eh nass genug. Gut, den stellen wir hier auch zum Feld. Da werden wir den Flug wegstellen, den Flüge. Und Count 0. Wachstum 17%, Feuchtigkeit der Frucht ist 28% und Erdreich 26%. Gedüngt zu 33. Na ja, gut. Jetzt haben wir 9 Uhr, ist gut. Servus morgen oder heute Nacht. Ich glaube, der ist schon fertig. Nö. Noch reparieren. Ja. Ein Flug ist ja vorne schon. Ich glaube, ich komme gar nicht rum. Ein bisschen gucken, ob wir drehen können. Vielleicht wie das hier. Geht nicht. Der hängt noch ein Wasserhahn für einen anderen Druck. Sehe ich gerade. Ups, getankt. Ah, getankt aber nicht, aber egal. Schauen wir hier alle drei hinkriegen.
bewundere jeden, der so gut fahren kann. Ich kann das nicht. Auch mehrere Anläufe. Da steht ein Baum. Das müsste fast gehen. Junge, du warst noch einen Schritt zu schnell. Entschuldigung. Den unerwartet Husten hier kriegt. Mal uns hat Nazi hier. Nicht ein Wunder, dass ich erkältet bin. Gut. Jetzt hat er nur eine Garage fahren. Da könnten wir mal gleich die Garage nehmen. Oberhalb. Mal sehen, ob wir gut reinkommen hier. Glaub schon. Naja, das ist nicht so. Ich glaube, die ist trocken. Was hier schön ist. Streng G. Dünger Kaltlage. Gut, hat keine Funktion mehr. Ich habe mitbekommen, glaube ich, wie man hier Mischfutter einladen kann. So, jetzt geht's zum zweiten Flug. Beziehungsweise zum dritten Flug. Und da werden wir den auch noch schnell waschen. Beziehungsweise ach hier, das ist hier für Produkte, Dünger und wie gesagt, waschen brauchen wir nicht. Die werden hier mal ganz kurz reparieren. Wir werden noch ein Stück weiterfahren, und zwar ein bisschen nach rechts. So, dann fahren wir in die andere Runde. Das ist der Wasserhahn für die Kühe. Ich habe mir den zweiten Wasserhahn gesucht für den Truck und der ist jetzt da. Den werden wir dann gleich mal hinbringen nachher. Ich wollte doch keinen Wasserbehälter kaufen. Beziehungsweise kann ich mir verkaufen, theoretisch. Theoretisch. So. Machen wir da den reinkriegen noch. Oh, liebe Freunde, das soll schon für die heutige Folge gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal Tschüss und Winke-Winke. Ciao, ciao. Vielleicht sehen wir uns morgen zur nächsten Folge wieder. Ciao, liebe.